Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Baubattle. Ihr seht schon, ich bin hier wieder auf unserer großen Baubattle-Arena. Da drüben ist meine Seite und warte mal, was macht Braxy denn da hinten auf meiner Seite? Der ist einfach auf meiner Seite. Na warte, Braxy, was machst du hier auf meiner Seite? Na, ich habe auf dich gewartet, Lumi. Aber das ist meine Seite. Du bist gelb und ich bin blau. Geh sofort runter hier. Entschuldigung. Okay, Leute. Ihr habt es bereits am Titel gelesen. Heute gibt es mal ein YouTuber-Hausbau-Battle. Und zwar in 3 Stufen. Und zwar einmal in 5 Minuten, in 15 Minuten und in 30 Minuten. Das heißt, wir haben einmal 5, einmal 15 und einmal 30 Minuten Zeit, um ein YouTuber-Haus zu bauen. Und das, was jeweils besser aussieht, gewinnt. Und wenn ihr auch mal Lust habt, mit uns was zu bauen, dann lasst jetzt unbedingt alle ein Like da. Ihr kriegt 3 Sekunden. 3, 2, 1. Danke, dass ihr ein Like da gelassen habt. Wir freuen uns auf euch. So, Braxy, ich würde sagen, wir haben genug erzählt. Ich gehe jetzt auf meine, du auf deine Seite. Und wenn ich bis 3 runtergezählt habe, beginnen die 5 Minuten für das YouTuber-Haus. Viel Spaß. Oh, okay. Oh Mann, Leute, das wird der Oberhammer. Wir werden natürlich das beste YouTuber-Haus bauen. Ihr wisst Bescheid. So, ich bin auf meiner Seite. Braxy, hörst du mich? Ich höre dich. Du weißt, die 5 Minuten beginnen in 3, 2, 1 und es geht los. Ihr seht's oben, Leute, die 5 Minuten haben begonnen. Braxy, ich mute mich jetzt. Wir fangen an mit Bauen. Yo. Okay, Leute, ich bin gemutet. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen anfangen. Wir bauen ja ein YouTuber-Haus. Deswegen würde ich sagen, es muss modern sein. Deswegen benutzen wir dafür Quarzblöcke. So, ich flieg mal nach oben. Jetzt habe ich hier so ein cooles Menü, womit wir schneller bauen können. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Wände. Und dafür würde ich sagen, fangen wir hier hinten an. Wir machen das einfach 10x10 Blöcke. Genau so, jetzt haben wir schon mal hier den Grundriss. Das Ganze machen wir jetzt auch noch hier drüben. So, das muss schon passen. Hier oben auch, dann gehen wir nach unten. So. Da würde ich sagen, machen wir auch 10x10 Blöcke und hier auch 10x10 Blöcke. Jetzt haben wir hier schon mal den kleinen Grundriss. Das wird einfach so ein kleines, schönes, modernes Haus, Leute. Ich weiß schon, wie das aussehen wird. Nee, auch weg. Und wir haben jetzt schon mal das Dach. So, brauchen hier erstmal Licht. Ganz viel Licht. So, jetzt müssen wir hier vorne aber auch noch schnell zumachen. Zack, okay, das sieht gut aus. So, jetzt machen wir einmal hier. Oh, ich habe eine richtig coole Idee, Leute. Und zwar mache ich jetzt hier erstmal ganz kurz auf. So, dann brauchen wir einmal schwarze Glasscheiben. Die machen wir hier so rein. Das wird nämlich quasi wie so ein kleines Frontfenster. Hier machen wir auch noch so ein kleines viereckiges Fenster rein. Und da kommen jetzt auch hier nochmal so ein größeres Fenster rein. So, und hier oben nochmal ein kleines Fenster. So sieht das jetzt von vorne aus. Also ich finde, das sieht richtig cool aus. Aber wir müssen uns jetzt beeilen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen schnell die Tür reinmachen. So, dann hier schnell eine Treppe hin. Wir dürfen auch den Boden nicht vergessen. Den würde ich sagen, machen wir einfach mal schnell aus Holz. Genau so. Dann noch schnell eine schöne Tür rein. So sieht das Ganze von außen aus. Und Leute, ich habe nur noch 2 Minuten. Ich muss mich jetzt beeilen. Okay, so sieht das Haus bisher aus. Ah, ich habe noch kein Dach. YouTube ist rot. Coole Idee. Oh, ein Sofa will ich auch haben. Wir müssen ein Sofa hier platzieren. So. Das müssen wir ganz schnell ändern. So, dann machen wir hier jetzt erstmal ein Dach drauf. Genau so. Und dann verschönern wir das noch, indem wir hier so kleine, wie ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber damit das Dach ein bisschen, schöner aussieht, machen wir hier noch so kleine Treppen ran. So, wir haben gleich nur noch eine Minute Zeit. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Komm schon, Lumi, mach die Treppen ran. So sieht das Haus bisher aus. Wir haben jetzt noch keine Inneneinrichtung, aber das machen wir noch schnell, denn ich will noch schnell Laub rummachen, Leute, denn glaub mir, das macht richtig viel aus. Zack, genau, einmal hier. Dann muss hier auch noch ein bisschen Laub hin. Und hier drüben auf die Seite kommt auch noch Laub hin. Boah, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Wir müssen hier auch noch Fenster reinmachen. Wir machen da noch. Wir machen einfach hier noch schnell eins hin. Dann auf die Seite schnell ein Fenster und auf die Seite. Ich glaube, die Innenrichtung schaffen wir nicht ganz, aber das ist nicht schlimm. Ich mache jetzt einfach ganz schnell noch so einen kleinen Tisch rein. So, den machen wir ungefähr dahin, genau. Da natürlich die Stühle nicht vergessen. So. Und komm schon, ich muss mich beeilen. Wir machen da schnell einfach noch eine Truhe, einen Ofen und eine Werkbank hin. Da kommt der Ofen hin.
und die Werkbank und da machen wir eine Truhe hin. Oh Leute, ihr seht's, der Timer ist auf null. Das heißt, unsere 5 Minuten sind um. Okay, so sieht mein YouTuber-Haus aus. Ich bin auch echt gespannt, wie Braxy sein Haus aussieht. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist ganz gut gelungen. Also wenn ihr mein YouTuber-Haus cool findet, dann lasst jetzt alle mein Abo da. In 3, 2, 1... Oh, dankeschön, Leute. Freut mich, dass ihr das cool findet. Aber jetzt schnell entmuten. Okay, Braxy, die 5 Minuten sind um. Ich bin schon lange fertig mit meinem YouTuber-Haus. Bist du auch fertig? Ich würde sagen, ich bin auch fertig. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert, aber ist cool. Okay, Braxy, ich komme jetzt rüber und schaue mir dein YouTuber-Haus an. In 3, 2, 1 und ich bin drüben. Ja? Ich komme mal zu dir rübergeflogen, Braxy, und ich schau mir das mal an. Also, Tada! Das ist mein YouTuber-Haus! Also, Leute, ich würde sagen, wir schauen uns das erstmal an. Also, du hast... Warum schweben hier so Fackeln in der Luft, Braxy? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin Zauberer geworden. Okay, was? Das ist ein Briefkasten? Für die YouTuber-Post. Du weißt doch, man kriegt doch so Post. Aber hast du die angegurkelt? Oder warum ist die so schwarz? Also... egal, das lassen wir so stehen. Also von außen ist das, ja, das ist ganz in Ordnung. Rote Fenster, pinke Türen. Okay, oh Mann, Leute, ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was sich Braxy dabei gedacht hat. Aber, du hast hier ein Bett, du hast hier Kühlboxen und ein Sessel, wo ich mich hinsetzen kann. Ja, Braxy, ich finde das ganz cool, dein YouTuber-Haus. Danke. Wollen wir uns mal meins anschauen gehen? Nein. Wie nein? Natürlich schauen wir uns meins reingelegt. An. Oh Mann, aber Braxy, erstmal, was würdest du deinem eigenen Haus von 1 bis 10 ehrlicherweise geben? Vielleicht eine 4, weil ich hatte nicht so viel Zeit, ich hatte nur 5 Minuten. Ich aber auch. Okay, Leute, er hat sich selber eine 4 gegeben. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr ihm geben würdet. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mein Haus an in 3, 2, 1 und komm rüber, Braxy. Wow, das hast du in 5 Minuten gemacht. Ja, Braxy, guck, das ist mein YouTuber-Haus. Wie cool ist das denn? Da machen wir alle gemeinsam unsere Videos drin. Aber das sieht doch gar nicht aus wie YouTube. Hä? Natürlich, das ist ein richtig modernes YouTuber-Haus. Komm rein, also erstmal von außen natürlich, ne? Alles schön modern aus Quarz, Büschen um das Haus herum. Und ja, du siehst auch schön mit einem großen Dach. Ich würde sagen, du darfst einmal reingehen. Die Innenrichtung ist nicht ganz fertig, aber für das Erste soll es reichen. Also man kann hier auf jeden Fall schön drin essen. Wir haben hier einen Tisch drin und wir haben einen Ofen und wir haben eine Truhe. Ansonsten mehr habe ich leider nicht geschafft in 5 Minuten, aber ich würde sagen, bewerte das gerne mal von 1 bis 10. Also es ist mir erstens viel zu dunkel hier drin. Du hast hier keine einzige Fackel gemacht. So kann ich doch nicht arbeiten. So. Hä? Und zweitens, wo schlafe ich hier? Soll ich hier dann rausgehen? Okay, du Kleiner. Okay, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du so pingelig bist. Also, ich sag mal so, außen hui, innen pfui. Ne? Oh Mann, Leute, ich glaub's nicht. Braxy findet mein Haus gar nicht schön. Leute, wenn ihr mein Haus schön findet, dann lasst ein Like und ein Abo da. Dann weiß ich, dass ihr mein Haus schön findet. Aber ist egal, Braxy. Die Leute entscheiden sowieso. Das hast gar nicht du zu entscheiden. Du gehst auf deine Seite zurück. Ja, aber was? Was willst du? Ich dachte, ich soll bewerten. Ich sag doch, außen ist das voll schön, aber innen, da muss man doch ehrlich zu sich selber sein. Braxy, du hattest neben deinem Bett Kühlboxen stehen. Also ich bitte dich. Ja, jetzt warum? Geh auf deine Seite und diskutier nicht. Denn ich würde sagen, jetzt haben wir 10 Minuten Zeit zum Bauen, Braxy. Okay, zählst du wieder runter? Ich zähle wieder runter. So, Braxy, es ist jetzt wieder alles schön sauber. 3, 2, 1 und die 30 Minuten laufen, Braxy. Ich mute mich. Viel Spaß beim Bauen. Tschüss. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin gemutet. Wir sind auf unserer Seite und jetzt heißt es 30 Minuten Zeit, um eine richtig große YouTuber-Villa zu bauen. Und glaubt mir, jetzt werde ich komplett, wirklich
komplett übertreiben, Leute. Und zwar bauen wir jetzt mit Pool, mit Einrichtung, mit allem, Leute. Also lasst dafür jetzt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, spätestens jetzt müsst ihr alle ein Like und ein Abo dalassen. Dann glaubt mir, das wird viel zu krass. Und wenn ihr richtig cool seid, aktiviert ihr sogar die Glocke. Denn dann seid ihr immer die Ersten bei einem neuen Video. So, aber jetzt würde ich sagen, fängt die Zeit an. Wir bauen jetzt die Villa. Dafür nehme ich wieder mein Tool und mache ja jetzt erstmal eine ganz, ganz große Wand hin, Leute. Ich würde sagen, wir machen die ungefähr so groß. Wir machen die ungefähr gleich groß, aber die wird trotzdem viel krasser. Vertraut mir, Leute. So, ich würde sagen, ja, okay, das sieht ganz in Ordnung aus. Wir machen noch ein bisschen größer, würde ich sagen. So, ja, okay. Das ist okay. So, Freunde. Oh, ich muss das hier mal alles einsammeln. Ich habe hier schön alles abgebaut. Wir haben ja noch genügend Zeit, ne? Zuerst brauchen wir aber einen Boden. So, ich will ein richtig großes Haus machen. So, jetzt machen wir hier die Seite hin, so. Und dann kommt hier so eine kleine Fläche hin. Ich zeige euch das. Die machen wir genau... Und die müssen wir genau... Wartet, das ist ein bisschen zu viel. Sonst geht das nämlich nicht. Hier nochmal. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Aber passt auf, Leute. So, das Ganze sieht vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber ihr werdet gleich sehen, was ich mache. Denn dafür brauche ich jetzt Stufen. So, dann müssen wir hier erstmal wieder eine Tür machen. Das passt auch wieder alles. So, und hier, oh, es ist sehr dunkel. Wir brauchen hier wieder Leuchtblöcke. Wartet mal kurz. Und dann machen wir so ein richtig cooles Dach drauf. Aber ich will die so ein bisschen eckig machen. Deswegen gehen wir hier hin. Zack. Machen hier nochmal eine kleine Wand hin, ungefähr dahin, bis hierhin, so. So, und jetzt kommt hier so ein Dach drauf, ich zeige euch das mal, erstmal bis dahin, genau so. Aber das gehen wir jetzt noch ein bisschen nach vorne hin und jetzt sieht das Ganze so aus. Und glaubt mir, Leute, das wird so ein krasses YouTuber-Haus. So, hier machen wir noch eine kleine Stütze hin, Achtung, zack, damit das auch alles schön hält. Hier auch, hier natürlich auch. Ich würde sagen, wir machen das sogar fast ein bisschen dicker, damit das ein bisschen... Ja, weil sonst wird es ja viel zu schwer und bricht vielleicht alles zusammen. So, ja, ich glaube, so ist schon besser, Leute. So, das ist jetzt der Grundriss von meiner Villa, kann man schon fast sagen. Und da bauen wir jetzt eine richtig coole YouTuber-Base rein. Glaub mir, das wird das krasseste YouTuber-Haus, was ihr jemals gesehen habt. Denn hier oben machen wir jetzt erstmal ganz viel Glas hin. Zack, genau so. Warte, hier noch eins. So, jetzt ist perfekt. Und hier baue ich jetzt sogar einen kleinen Pool rein. Achtung, passt auf. So, dafür machen wir hier wieder Treppen hin. So, bis hier rüber. Aufgepasst. Und zack. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt müssen wir hier noch Wasser reinmachen. Dafür nehme ich wieder meine Axt. Gebe den Command ein und schwupps, habe ich hier ganz viel Wasser drin. Und ich meine, guckt euch das mal an. Einfach mit einem Pool. Leute, hier können alle YouTuber dann baden gehen. Das wird richtig cool. Und das wird lustig. Also Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ich mal eine YouTuber-Pool-Party machen soll. Denn das wäre richtig lustig. Und schreibt in die Kommentare, wen ich alles einladen soll. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch ein kleines Fenster rein. Wartet. Das machen wir bis hier hoch. Wartet. Zack. Okay. Okay, okay. So sieht das bis jetzt aus. Ich glaube, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt ist es an der Zeit, hier auch noch Fenster reinzumachen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch schnell ein paar Wände hin. Zack. Teilen das in der Mitte nochmal. So. Und jetzt haben wir hier Platz für richtig große Fenster. Guckt euch das an, Leute. Oh mein Gott, sieht das krass aus. So, hier in der Mitte vielleicht auch noch eins. Ja, okay. Jetzt sieht's richtig krass aus, Leute. So, jetzt würde ich sagen, dürfen wir hier unsere Büsche nicht vergessen. Deswegen machen wir jetzt hier überall noch Büsche hin. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Und da das hier eine coole YouTuber-Villa werden soll und die am Strand sein soll, mache ich jetzt die komplette Grasfläche einmal aus Sand. Ich glaube, da könnten wir so schöne Liegen hinmachen. Dann hier eine, da eine, da eine und da eine. Boah, okay, das sieht heftig aus. Hier vielleicht auch noch ein paar liegen. So. So, ich habe das jetzt ein bisschen verschönert. Ja, ich glaube, so sieht das besser aus. Ja, jetzt kann man sich hier richtig schön am Pool abends hinlegen. Und entspannt sich hier ein bisschen. Ist das nicht cool? Und jetzt liege ich hier ganz entspannt am Pool, genieße die Sonne. Und alles ist gut.
Boah, okay, das ist heftig. So, hier drin würde ich noch einbauen, dass sich jeder hier immer durchgucken kann. Machen wir hier noch so ein paar, einen kleinen Sichtschutz hin, sag ich mal. So, da kommt einer hin. Hier oben machen wir einen Sichtschutz hin. Ja, das sieht ganz cool aus. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir hier eine richtig coole Sitzecke, beziehungsweise ein richtig großes Sofa hin. So, was so um die Ecke geht. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch dieses riesen Sofa an. Oh mein Gott, sieht das heftig aus. So, und da ich blau bin, Leute, ihr seht, mein Skin ist blau, muss der Boden und auch alles schön blau sein. Und deswegen machen wir jetzt alles hier schön voll mit blauem Teppich. So, und hier unten. Boah, cool. Hier oben auch alles schön mit blauem Teppich. Bis hier rüber. Ja, okay, das sieht direkt viel cooler aus. Und hier unten machen wir auch direkt schön blauen Teppich hin. Das sieht gleich alles viel schöner aus durch den Teppich. Okay. Das sieht cool aus. Und damit das nicht so langweilig sieht, würde ich sagen, für den Kontrast machen wir hier um die Ecken so dunkelblauen Teppich hin. Und auf die Seite auch. Ja, das sieht cool aus. Jetzt vielleicht noch ums Sofa rum. Ja, okay. Das sieht krass aus, Leute. Hier außen auch noch. Ja, okay. Jetzt sieht's wirklich richtig krass aus. Also ich glaube nicht, dass Praxi mit so einem krassen YouTuber-Haus noch mithalten kann. Ich meine, Leute, guckt euch dieses krasse YouTuber-Haus an. So, wir haben jetzt noch knapp 5 Minuten, Leute. Und ich glaube, in den 5 Minuten müssen wir hier unten noch schnell ein bisschen einrichten. Dafür würde ich sagen, machen wir hier einen großen Esstisch rein. Dafür nehme ich einmal hier die Tische. Zack. Jetzt habe ich hier ein bisschen Platz gemacht. Und jetzt können wir hier einen richtig großen Tisch hin machen, Leute. Oh mein Gott. Das wird ein richtig krasser Esssaal mit so richtig viel Stühlen. Dann machen wir hier jetzt schön Platz. Und jetzt können wir hier richtig viele Stühle ranmachen. Oh mein Gott. So, immer einen Platz lassen dazwischen. Genau so. Und jetzt hier machen wir noch überall ein paar Stühle ran. Okay, jetzt haben wir hier sogar so einen richtig großen Esssaal, wo man essen kann. Okay, Leute, das wird das krasseste YouTuber-Haus, was ihr jemals gesehen habt. Oh mein Gott. Cool, dann hätten wir das auch. Ja, ich glaube, Leute, wir haben zwar noch kurz Zeit, aber ich glaube, wir würden das so Braxy zeigen. Ich glaube, wir sind fertig. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch besser machen soll an diesem krassen YouTuber-Haus. Wenn euch das gefällt, dann lasst unbedingt ein Like da, weil ich glaube, dieses YouTuber-Haus ist unnormal heftig. Ich würde sagen, wir sind zwar ein bisschen frühzeitig fertig, aber wir fragen Braxy einfach mal, wie weit er ist. So, Braxy, ich weiß, die Zeit ist noch nicht ganz um, aber ich bin fertig. Und ich wollte dich fragen, ob du auch fertig bist. Ich bin sowas von fertig. Dann würde ich sagen, ich komme auf deine Seite rüber. Und dann schauen wir uns mal dein YouTuber-Haus an, was du in 30 Minuten gebaut hast, okay? Okay, ich weiß nicht. Okay, komm rüber. 3, 2, 1, Braxy, ich komme rüber und ich bin... Mhm. Okay. Ja. Aber zu deiner Verteidigung... Ich kann ja noch nicht so gut bauen, ne? Ja, also, das sieht nicht schlecht aus. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Sogar mit einem Pool. Diamantenpool. Der sieht richtig cool aus, dein Diamantenpool, Braxy. Richtig cool. Auch hier außen so mit Zäunen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Braxy sein Haus von außen findet. Ich finde es gar nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall größer als das von 15 Minuten. Okay, ich glaube, Braxy, ich schaue mir dein YouTuber-Haus mal von innen an, okay? Okay, viel Spaß. Und wow. Ja, das gefällt mir. Also, man merkt auf jeden Fall, klein, aber fein, würde ich einfach sagen. Also, es ist nicht das Größte, aber es ist auf jeden Fall schön eingerichtet, finde ich, Leute, oder? Ja, schön mit Teppich. Du hast ja auch eine schöne Treppe. Man kann sich hier wieder hinsetzen und sein Essen essen. Das ist richtig cool. Und zwar, ich habe mir hier dabei gedacht, dass das der große Aufenthaltsraum ist für die YouTuber. Das heißt, die können hier kochen, die können hier ein bisschen Spaß haben. Ich habe denen extra viel Platz gelassen. Und hier gibt es dann so einen Gemeinschaftstisch und man kann hier noch viel mehr bauen, wenn man dann die richtigen Möbel hier hat. Ja, das ist eine coole Idee. Darf ich mal hochgehen, Braxy? Mhm. Okay, dann lass uns dein Haus mal von oben anschauen. Und hier sind 2 Türen. Welche muss ich denn nehmen, Braxy? Such dir eine aus. Links, rechts, links, rechts. Ich nehme links. Das ist rechts. Deshalb nehme ich links. Ha! Boah, du hast so eigene Räume gemacht. Finde ich richtig cool. Hier hat jeder seinen eigenen Raum. Man hat hier seine Nachtschränke.
Man kann sich hier hinsetzen. Aber hier hättest du wenigstens einen Computer drauf machen können, Braxy. Man muss doch auch nachts spielen können. Das gibt einen Minuspunkt. Okay. Ja, Spaß. Deshalb kriegst du keinen Minuspunkt. Aber ja, ein cooles Bild hast du da noch. Und was ist da hinten? Das ist das Gemeinschaftsbad. Hier können sich die Leute frisch machen, die YouTuber. Ich fühle mich wie, als wäre ich hier auf Klassenfahrt, Braxy. Das hat noch eine Bedeutung, weil geh mal in dieses Zimmer hier rein. Hier ist ja wieder ein Zimmer und... Oh, hier ist noch so ein kleines Räumchen. Oh, auch wieder mit einem... Aber Braxy, warum hast du überall Doppelbetten hingemacht? Willst du mir etwas verraten, Braxy? Nein, das ist dein Zimmer und das ist mein Zimmer. Und wenn andere YouTuber kommen, dann können wir viel mehr Zimmer bauen. Und jeder hat so seinen eigenen Ruheraum. Hier können alle Leute arbeiten. Und unten treffen wir uns dann. Boah, das ist eine coole Idee. Also ich glaube, wenn ich das komplette Haus jetzt bewerten müsste, Braxy, ich würde dir tatsächlich eine ganz stabile 8,5 geben. Weil mir gefällt dein YouTuber-Haus wirklich. Eine 8. Ich hatte noch nie eine 8 im Baubattle. Juhu. Eine 8,5 habe ich sogar gesagt, Braxy. Ich gehe schwimmen. Ich komme auch. Okay, Braxy, wir schwimmen jetzt hier eine Runde, aber Braxy, du musst dir jetzt mein YouTuber-Haus anschauen. Also ich muss ehrlich sagen, fürs Dekorieren wusste ich nicht mehr ganz, was ich machen soll, weil es irgendwie, ich habe zu viel Platz, weißt du? Deswegen würde ich sagen, auch hier mache ich wieder eine kleine Wand frei und du darfst dich dann umdrehen in 3, 2, 1, dreh dich um, Braxy! Wow! Wir haben eine Strandvilla? Wir haben eine eigene Strandvilla, Braxy. Yo, das ist ja mega cool. Das hat sogar richtige Strukturen. Ja. Oh mein Gott. Also, ich fühle mich... Ja, du fühlst dich? Sag, wie du dich fühlst, Braxy. Ich fühle mich wie im Urlaub. Schau mal, wir haben auch oben einen richtig großen Pool, Braxy. Arschbombe! Ich komme auch vorsichtig. Oh Mann. Und hier haben wir sogar Platz für ganz viele YouTuber. Da können die sich hier in die Sonne legen und können sich hier entspannen und sich bräunen. Das ist ja mega cool. Du hast einen Pool in der Wohnung. Ja, natürlich. So, dann kann man hier natürlich auch reingehen. Du siehst. Und hier hat man einen großen Gemeinschaftsraum, wo man einfach chillen kann. Jetzt ist zwar hier gerade meine Wand davor, aber du musst dir vorstellen, dass man dann hier auf das Meer blickt. Weißt du, schönen Meerblick. Mhm. Boah, okay. Ja, mega. Also, das ist so der Chill-Bereich. Und dann, weißt du, natürlich haben wir auch unten noch ein bisschen was. Ich wusste nicht ganz, was ich hier hinmachen soll, deswegen ist hier so ein bisschen Platz. Aber auf jeden Fall haben wir hier noch einen richtig großen Essraum, Braxy. Ich hau dir das mal an. Boah, das ist ja mega. Da können wir hier eine kleine Party veranstalten. Ja, hier ist richtig viel Platz für ganz, ganz viele YouTuber-Leute. Also, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, ihr seid alle eingeladen, Leute. Ja, Braxy, also ich habe dir eine 8,5 gegeben. Was würdest du meiner Villa geben, Braxy? Ich habe nur noch kurz eine Frage, ja? Ja? Wie komme ich denn nach oben? Also eigentlich, Braxy, war geplant, dass ich einen Fahrstuhl baue. Aber dafür hätte die Zeit halt nicht mehr gereicht. Deswegen müsste man den noch nachjustieren lassen. Aber das ist ja kein Problem, Braxy. Ich gebe dir eine... 10 von 10! Leute, habt ihr das gehört? Braxy hat mir eine 10 von 10 gegeben. Er findet mein YouTuber-Haus bzw. meine YouTuber-Villa richtig cool. Wenn sie euch auch gefällt, dann schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Hallo Hannah, bist du da? Hi Lumi! Oh Mann, ich hoffe, dir geht's gut. Du weißt, wir machen heute wieder ein richtig cooles Baubattle. Ja, und wir haben auch voll die coolen Sachen, die wir bauen. Ja, du siehst, du hast deine Seite, ich habe meine Seite. Ach, übrigens, Leute, meine Seite wird gleich aus Glas sein, dass ich sie beobachten kann. Aber das weiß sie natürlich auch nicht. Was ist mit deiner Seite? Auf meiner Seite? Gar nichts. Ich meinte, auf meiner Seite sieht's schöner aus als auf deiner Seite. Hey, das stimmt nicht. Das werden wir gleich sehen. Ja, dann lass uns erstmal hier reinschauen. Denn jeder von uns kriegt gleich ein Thema, was er bauen muss. Du siehst, wir haben hier richtig coole verschiedene Sachen drin. Ich würde sagen, du drückst einmal auf den Knopf und ich drück einmal auf den Knopf, okay? Okay, wer fängt an? Ich natürlich. Ha! Und ich habe ein Haus. Ich darf ein Haus bauen. Haha. Boah, du kriegst das Leichteste. Ja, dann bist du jetzt dran. Komm, du musst auch drauf drücken. Okay, bist du bereit?
Ja, mach schon, drück drauf. Und... Was? Videospiel! Was? Ein Video? Was? Zeig her, das kann nicht sein. Du musst ein... Ein Videospiel? Wie willst du das denn machen? Das ist ja übel schwer. Ha, viel Spaß beim Bauen eines Videospiels. Ha, du wirst schon sehen. Ich werde das beste Haus bauen, Hannah. Haha. Stimmt nicht. Oh Mann, du wirst schon sehen. Okay, Leute. Ich bin jetzt auf meiner Seite und wir müssen jetzt ein Haus bauen. Natürlich werde ich Hannah pranken, denn mein Haus wird richtig verwirrend sein. Aber bevor wir anfangen mit Bauen, Leute, muss ich erstmal dieses Command eingeben. Und zack. Schon seht ihr, ist meine Wand jetzt aus Glas und ich kann Hannah einfach beobachten. Ich sehe jetzt einfach die ganze Zeit, was sie baut. Und das Lustige ist, Leute, dass von Hannas Seite sie einfach nur eine Bedrock-Wand sieht. Das heißt, sie sieht mich nicht, aber ich kann sie beobachten. Aber egal, ich würde sagen, wir müssen direkt mit dem verwirrten Haus anfangen. Ich will, dass Hannah richtig ausrastet heute. Deshalb, Leute, würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit unserem Haus. Und das, würde ich sagen, machen wir ganz einfach. Natürlich nehmen wir uns erstmal Baumstämme und wir brauchen Eichenholz dafür. So, das wird nämlich ausnahmsweise mal kein blaues Haus, Leute. So, dann würde ich sagen, fangen wir an, indem wir hier erstmal den Grundriss machen. So, okay, das sieht doch schon mal toll aus. Aber Leute, jetzt fragt ihr euch, was wollen wir in so ein großes Haus reinmachen? Da kommt noch richtig viel rein. Damit werden wir Hannah richtig lustig pranken. Aber ich hoffe, von außen fällt das nicht auf. Mann, Leute, guckt euch das an. Da drin ist das ein ganz kleiner Raum. Und hier ist einfach ein Riesenraum jetzt. Hannah baut auch schon. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber egal, sie macht das schon. Also das sieht aus wie eine riesengroße Fresspflanze. Sie wird schon wissen, was sie baut. Ha, wir müssen aber hier unseren Weg noch ein bisschen schöner machen, damit das auch schön wie ein Haus aussieht. So, deshalb machen wir hier einen kleinen Weg. Und dann nehmen wir uns noch Knochenmehl und machen wir ein bisschen Gras hin, dass das wie ein ganz normal kleines, niedliches Haus aussieht. Hier vielleicht noch einen kleinen Baum. Und jetzt sieht das wie ein kleines Haus aus. Aber jetzt würde ich sagen, müssen wir hier drin den Hauptteil bauen. Und das wird das Beste. Wie bringen wir Hannah am besten zuerst? Ich glaube, wir machen hier verschiedene Räume rein, Leute. Deshalb würde ich sagen, müssen wir hier jetzt erstmal einen kleinen Gang machen. So. Und den müssen wir bis hier rüber machen. Und zack. Perfekt. Das Ganze machen wir hier jetzt auch noch. Einmal markieren. Dann auf die andere Seite. Und mit diesem Command, schwupps. Schon haben wir einen riesenlangen Gang gemacht, Leute. So, und ich würde sagen, Leute, das wird der erste Prank. Und zwar wird der Gang einfach unendlich lang sein. Oh, das wird richtig, richtig lustig. Ich glaube, wir machen das ganz einfach. So, dafür müssen wir einmal hier unten auch Portale hinmachen. Bis hier rüber. Dann einmal bis ganz nach oben. Hier oben lang. Zack. Jetzt seht ihr schon, haben wir hier ein richtig großes Portal gemacht. Dann machen wir das hier alles wieder zu. Und auch hier wieder alles schön zumachen. Bis auf das, weil das müssen wir gleich anzünden. Und das gleiche bauen wir jetzt einfach nochmal auf die andere Seite. Und dann haben wir einfach einen unendlichen Gang. Das wird der Hammer, Leute. So, und jetzt müssen wir auf die Seite auch noch ein Portal machen. Und dann haben wir einfach einen unendlichen Gang, der nie aufhören wird. Das heißt, das Haus wird quasi ein unendlich großes Haus, Leute. Boah, das wird der Hammer. Ich würde sagen, ich muss jetzt erstmal hier wieder ein großes Portal platzieren. Zack. So, ich habe jetzt hier überall das Portal hingemacht. Alles schön wieder zumachen. So. Und jetzt würde ich sagen, Leute, zünden wir das Portal an und hoffen mal, dass alles funktioniert, Mann. So, okay. Ich musste das jetzt nochmal ein bisschen umbauen, Leute. Aber ich glaube, so müsste das jetzt funktionieren. Und wenn ich jetzt das Feuerzeug anzünde, 3, 2, 1, zack. Ich glaube, es hat funktioniert. Jetzt sieht es ein bisschen komisch aus. Jetzt brauchen wir einmal diesen Stab, denn mit diesem Stab können wir das Ganze einmal drehen und perfekt. Jetzt müssen wir natürlich noch ans andere Ende gehen, Leute. Und da drehen wir das Ganze jetzt auch noch, Leute. Und wir machen das ein bisschen schräg. Oh mein Gott. Und jetzt seht ihr schon, sind wir einfach in einem unendlichen Gang gefangen.
der einfach richtig weit ins Unendliche geht, Leute. Oh mein Gott, das ist der absolute Wahnsinn. So, und damit das nicht so komisch aussieht, muss man natürlich jetzt hier noch den Stein richtig hinmachen. So. Und hier machen wir einmal überall schön Holz hin. Und fertig. Jetzt seht ihr, Leute. Oh mein Gott, das ist der Wahnsinn. Ich renne einfach hier in einem unendlichen Gang, der gar nicht mehr aufhört. Ich glaube, hier wird sich Hannah auf keinen Fall zurechtfinden. Guckt euch an, wie lang das einfach geht. Oh Mann, das ist der Wahnsinn. Aber das soll es noch nicht gewesen sein, Leute. Ich will hier dann ganz viele Räume haben. Deshalb machen wir jetzt hier ein paar Türen rein. Und dann seht ihr schon, kommt man hier in diesen Nebenraum. Da würde ich sagen, machen wir auch noch mal ein paar Stück. Ich würde sagen, drei sollten reichen. Also da einer. Dann markieren wir das einmal. Und machen hier auch eine Wand hin. Und das gleiche machen wir hier auch noch mal. Das heißt, zack, da kommt auch noch eine Wand hin. Jetzt brauchen wir nur noch eine Tür. Die nehmen wir uns einmal. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach zwei Türen hin. Perfekt. Das Ganze hier drüben noch einmal. Genau. Und in der Mitte dürfen natürlich auch keine Türen fehlen. Zack. Und jetzt seht ihr schon, Leute, geht's hier richtig lang. Oh mein Gott, wir haben hier jetzt einen unendlichen Gang mit unendlich vielen Räumen. Oh mein Gott, das ist der Wahnsinn, Leute. Wir haben einfach ein richtig verwirrendes Haus gebaut. Natürlich müssen wir auf der gegenüberliegenden Seite auch noch einen Raum hinmachen. Das heißt, hier muss einer hin, dann auf die Seite muss auch einer und hier drüben muss auch einer hin. Hier müssen wir jetzt natürlich auch noch einmal Wände ziehen. Da kommt eine Wand hin und hier kommt auch eine Wand hin. Und so sieht das jetzt aus, Leute. Einfach ein unendlicher Gang mit unendlich vielen Räumen. Hier kann man jetzt reingehen und ist in einem Raum. Hier ist man auch in einem Raum. Und jetzt muss ich mich auf Hannas Seite schleichen. Aber dafür muss ich erstmal aus diesem unendlichen Gang wieder raus. Oh Mann. Ich bin wieder draußen und jetzt müssen wir das Fenster platzieren. Dafür müssen wir einmal nach ganz oben fliegen, um auf die Seite von Hannah rüberzukommen. Aber damit sie mich nicht sieht, müssen wir uns natürlich unsichtbar machen. Dafür nehmen wir einen Unsichtbarkeitstrank. Und zack, jetzt seht ihr, bin ich einfach unsichtbar. So, dann fliegen wir jetzt mal hier hoch, machen hier eine kleine Markierung. Zack, jetzt haben wir hier oben eine kleine Fläche. Die brauchen wir aber gar nicht so groß machen. So, wir brauchen die nämlich nur, weil wir jetzt hier das Portal hinmachen. So, zack. Und jetzt haben wir hier das Fenster, Leute. Das müssen wir jetzt nur noch anzünden. Dafür müssen wir einmal wieder in unser Haus rein. So. Und jetzt brauchen wir noch unser Feuerzeug, um das Ganze anzuzünden. Und zack. So, jetzt gucken wir noch in die Luft. Das heißt, wir müssen das einmal drehen. Dafür brauchen wir einmal den Stab. Und mit dem können wir das Ganze einmal drehen. Und zack, Leute, es hat funktioniert. Jetzt kann ich von hier aus einfach auf Hannas Seite schauen. Das ist der Wahnsinn. Das machen wir hier alles noch schön wieder aus Holz. So. Hier oben jetzt natürlich auch alles schön aus Holz machen. Und jetzt seht ihr schon, Leute, es hat funktioniert. Jetzt haben wir hier unser Fenster und können einfach auf Hannas Seite von oben aus schauen. Vielleicht ist es sogar möglich, dass wir hier jetzt noch Glasscheiben hinmachen. Wow, es geht, Leute. Das ist doch der Wahnsinn. Einfach in diesem Zimmer haben wir ein Fenster und ich kann durch dieses Fenster einfach Hannah beobachten. Oh, das ist ja richtig cool. Ich glaube, Leute, das Haus ist richtig verwirrend. Ich glaube, davon wird sie auf jeden Fall einen Schock bekommen. Oh, weia. Das heißt, das Fenster hat auch schon mal geklappt. Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich auch fertig. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Wir machen den Raum nur noch ein bisschen schön. Dafür machen wir einfach hier überall ein bisschen Pflanzen ins Zimmer. So, zack, zack, zack. Überall ein paar schöne Pflanzen hinmachen. So, perfekt. Aber dafür muss ich den Raum erstmal finden. Ich meine, es gibt ziemlich viele Räume hier drin, Leute. Aber die sind alle leer. Da können wir vielleicht einfach ein Bett reinstellen, dass da trotzdem jemand schlafen kann. So, hier machen wir auch noch ein Bett hin. Und dann kommen wir jetzt hier zum letzten Zimmer. Und zack. Okay, ich glaube, ich bin fertig mit unserem verwirrenden Haus, Leute. Ich würde sagen, wir gehen einmal aus unserem Haus raus. Zack. Und dann ist das Ganze auch fertig. Ich ermüde mich jetzt und dann schauen wir mal, ob Hannah auch fertig ist. Sie wird staunen, wenn sie mein Haus gleich sehen wird. Leute, das ist so cool geworden.
Hanna? Ja? Bist du fertig? Ich meine, mein Haus ist auch fertig. Oha, du hast voll lange gebraucht. Ja, also, weißt du, mein Haus ist auch echt riesig. Ich habe echt lange für das Haus gebraucht, weißt du? Okay, dann komm. Ich guck mir zuerst deine Seite an. Noch nicht lunsen bei mir. Warte, ich muss rüber zu dir kommen. Okay, sag, wann ich rüberkommen darf. Du musst aber die Augen zumachen. Die Augen zu? Ah, stimmt. Ich darf wohl gar nicht sehen, was du gebaut hast. Okay, dann mache ich die Augen zu. Ich komme jetzt rüber. 3, 2, 1 und... Was? Das hast du alles gebaut, Hanna? Das ist ja, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Hast du ein richtiges Videospiel gebaut? Aber kannst du erraten, welches Spiel das ist? Also, wenn ich mir diese Pflanze da anschaue und diesen Würfel und diese Fahne, ist das natürlich Super Mario. Ja, ist richtig. Aber kann man das auch spielen? Also, ich will den Pilz einsammeln. Ich will größer werden, aber es geht nicht. Hanna, dein Videospiel funktioniert nicht. Ach, Lumi, wir sollen das doch nur nachbauen. Nein, du sollst ein funktionierendes Videospiel bauen, Hanna. Mein Haus funktioniert auch. Also, mein Haus sieht schön aus. Aha, also funktioniert es nicht. Erwischt. Natürlich. Also, mein Haus hat sogar... Mein Haus hat ganz viele Funktionen. Ich werde dir mein Haus gleich zeigen. Du wirst schon noch sehen, Hanna. Aber ansonsten, lass uns mal deine riesengroße Fresspflanze anschauen. Hilfe, ich wurde gegessen. Aua, aua, aua. Ha. Was passiert, wenn man gemein ist? Ich wollte dich nur veräppeln, Mann. Och, Hanna. Was ist das hier? Ein komischer Lucky Block oder was hast du hier gebaut, hä? Das sind diese Mario-Blöcke, wo man gegenspringt und dann Pilze bekommt. Ja, aber dein Pilz hat ja nicht mehr funktioniert. Ich spring ins Ziel. Zack, ich hab die Fahne. Ich hab gewonnen. Ha, 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 ha. Dein Haus ist bestimmt schlechter. Ah, das werden wir sehen. Oh Mann, Leute, ich werde jetzt Hanna mein Haus zeigen. Sie wird staunen, wenn sie mein Haus sieht. Ja, dann würde ich sagen, Hanna, lass uns doch mal auf meine Seite rübergehen. Ich verspreche dir... Stopp, stopp, stopp! Du darfst noch nicht gucken. Oh, Leute, ich muss erst die Glaswand schnell wegmachen. Wartet. Oh, okay, du darfst gucken. 3, 2, 1... Lass gucken! Tada! Hä? So ein kleines Haus? Das habe ich easy gewonnen. Nein. Hanna, das Haus ist gar nicht klein. Das Haus ist voll riesig. Schau, durch die Fenster siehst du, man hat ein Bett. Man kann sich da reinkuscheln. Das Haus ist nicht klein. Das stimmt gar nicht. Das ist voll winzig. Nein, ist es nicht. Wirklich nicht. Ich habe da drin 6 Räume. Und? Ist trotzdem winzig. Außerdem, es ist nur ein Raum. Nein, das siehst du nicht. Es hat 6 Räume. Und wo sind die Wände? Da drin. Komm rein. Natürlich im Haus selber. So, komm schon. Du darfst reingehen, Hanna. Das war doch nicht so groß von außen. Doch. Du siehst, du kannst hier einfach wieder rausgehen, wenn du magst. Siehst du? Es ist ein ganz normales Haus. Siehst du? Ich hab doch gesagt, ich habe richtig viele Räume. Man muss nur reingehen. Einmal. Zack, komm rein. So, du siehst, das ist mein Haus. Ich habe ganz, ganz viel Platz. Und du siehst, da hinten geht's noch weiter. Siehst du das? Was noch nicht, Hanna? Also hier hat man immer ein bisschen Platz für ein paar Gäste. Hier hat es jetzt nur für ein Bett gereicht. Aber das war nicht alles. Du siehst, es gibt hinten noch ganz, ganz viele Räume. Komm mit. Ja, geh weiter. Du hast den noch gar nicht eingerichtet. Hä? Ja, da geht's noch weiter? Ja, du musst da hinten lang gehen, Hanna. Oh, der Raum ist schön. Ja, den kannst du dir gleich anschauen. Du musst jetzt erstmal weiterlaufen. Siehst du? Ja, hier sind überall Räume drin, siehst du? Aber das Haus war doch voll winzig. Ja, von außen ist es vielleicht klein, aber von innen ist es groß, siehst du? Boah, aber du hast keinen Raum eingerichtet. Doch. Dein Raum ist eingerichtet, siehst du? Ah, nicht gucken. Warte, warte. Erst musst du nicht hier gucken. Erst musst du dir deinen Raum anschauen. Siehst du, okay. Du hast ein Bett, du hast Fässer und du hast ein Bücherregal.
Und das Bild ist auch voll schön. Ja, und zu guter Letzt hast du ein Fenster mit einer wunderschönen Aussicht. Hä? Mir ist schwindelig. Warum ist dir schwindelig? Das ist doch deine Seite. Das ist dein Videospiel, Hanna. Aber warum sehe ich das? Hä? Weil darum. Komm, lass uns aus dem Fenster springen, Hanna. Zack, ich mache einmal die Fenster für dich weg. So. Komm, spring raus, Hanna. Aber das sieht voll hoch aus. Mach schon, spring raus aus dem Fenster. Siehst du? Wir sind da rausgefallen. Ich hab dir ein richtig cooles Fenster gebaut. Das ist so verwirrend, Leute. Seht ihr da oben? Oh mein Gott. Das ist einfach Hannas Zimmer. Komm nach oben, siehst du? Das ist dein Zimmer. Schwupps. Oh, da bist du ja wieder. Haha. Hä, aber das geht doch gar nicht. Na, siehst du, natürlich geht es. Du hast doch gesehen. Wow. Lumi, komm mal schnell. Oh, ich komm doch. Oh, hier bin ich. Ich glaub, du hast hier Einbrecher. Warum hab ich Einbrecher? Da sind Einbrecher. Einbrecher? Warum sind Einbrecher? Schnapp ihn dir, Hanna, schnell! Okay, mein Schwert und bleib stehen, ich krieg dich! Oh Mann, Leute, sie ist so ein Tollpatsch. Sie rennt da jetzt die ganze Zeit lang. Das ist wegen dem Portal, das ist sie einfach selber. Hanna will sich einfach selber fangen gehen, weil sie denkt, das ist ein Einbrecher. Oh Mann, Hanna, du Tollpatsch, das wird nichts, den fängst du nicht. Hä? Siehst du, hier bist du wieder. Ha! Lumi? Ja, ich bin hier. Also, ich sag dir ehrlich, ich glaube, mein Haus ist viel cooler als deins. So, wenn du siehst, also, das war mein Haus. Wie fandst du es, hä? Hä? Aber das sieht von außen doch so klein aus. Wie hast du das gemacht? Ja, das ist Magie. Von innen ist es halt größer. Weißt du, das ist ja nicht schlimm. Du nennst dich Baumeister. Du kleiner Furz, du wirst heute sehen, wo es lang geht. Ich werde es dir zeigen, ha. Hey, du bist gemein. Beruhig dich. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, was wir als allererstes bauen müssen, ne? Und zwar wird das einmal dieser Werfer entscheiden. Denn da siehst du, haben wir verschiedene Zettel drin. Zum Beispiel ein Baumhaus, ein Auto, ein Flugzeug, eine Villa. Und je nachdem, was für einen Zettel wir bekommen, das müssen wir dann bauen, okay? Mhm, Deal. Würde ich sagen, komm, ich spring zuerst drauf und wir müssen zuerst ein Flugzeug bauen. Ach, ich kann nicht so gut Flugzeuge bauen, aber ich gebe mein Bestes. Du musst dein Bestes geben, sonst verlierst du. Mhm. Und der Verlierer muss eine Bestrafung machen. Und welche? Werden dann die Zuschauer in die Kommentare schreiben. Also denkt euch eine coole Bestrafung aus und schreibt's in die Kommentare, Leute. Okay, dann würde ich sagen, der Timer beginnt und ab auf deine Seite. Es geht los. Let's go! Oh Mann, Leute, das wird so lustig. Mein kleinen Bruder jetzt das erste Mal in einem Baubattle zu pranken. Also schaut, er ist jetzt da hinten. Ich kann ihn natürlich die ganze Zeit beobachten und er weiß davon nichts. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch auch direkt mal, wie ich ihn pranken werde. Denn ich habe hier wieder meine Zauberaxt am Start. Damit kann ich natürlich wieder super einfache Sachen bauen. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns aber erstmal ganz kurz an, was mein kleiner Bruder macht. Er meinte ja, er kann nicht so gut bauen. Das schaue ich mir jetzt an. Er hat da irgendwie einen Schleifstein in der Hand. Hä? Ich habe keine Ahnung, was er da machte. Oh, das sieht echt ein bisschen komisch aus. Naja, egal. Ich würde sagen, Leute, ich werde jetzt mein Flugzeug bauen und das wird auf jeden Fall auch 100% gewinnen, weil das ist riesig. Und zwar muss ich dafür nur meine Axt nehmen. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal ein bisschen in die Luft, weil mein Flugzeug, Leute, naja, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen größer. So, das heißt, wir gehen einmal hier in die Mitte, so. Dann muss ich einmal nur den Chat öffnen, wenn ich die Zauberaxt in der Hand halte und gebe diesen Command ein. Jetzt sehen wir runter. 3, 2, 1 und zack. Oh, es hat funktioniert, Leute. Guckt euch das an. Oh, ihr seht schon, das ist so riesig, man sieht's gar nicht. Ich muss euch das direkt mal zeigen, Leute. Also, Leute, ihr seht von außen, das Flugzeug ist einfach riesengroß. Also, ihr müsst gucken, schaut mal hier, das ist die Bauarena. Da hinten ist mein kleiner Bruder Jimmy, der baut auch gerade sein Flugzeug. Das sieht auch gar nicht schlecht aus, aber im Vergleich zu meinem, wow!
Meines hingegen ist einfach mal riesengroß. Habt ihr schon mal so ein großes Flugzeug gesehen, Leute? Boah, ich glaube, mein kleiner Bruder wird staunen, wenn er das sieht. Ich meine, Leute, ich muss euch das jetzt mal zeigen. Also, ihr seht, Leute, hier sind die Triebwerke. Damit bekommt das Flugzeug Schub, damit es fliegen kann. Hier oben sind die ganzen Passagiere. Also, da sitzen die. Ich kann ja mal ins Flugzeug reingehen, Leute. So, so sieht's hier drin aus. Also, ihr seht, man hat hier auf jeden Fall eine Menge Platz. Wenn ich das meinem kleinen Bruder gleich zeige, der wird ausrasten, Leute. Boah, also ihr seht, man hat hier sogar 1, 2, 3 Reihen. Und das Flugzeug hat sogar mehrere Etagen. Also ihr seht, hier ist auf jeden Fall auch eine Toilette. Dann hier hinten, das ist dafür die Küche, damit die hier auf jeden Fall auch Essen machen können. So, dann geht das natürlich noch ganz weit nach vorne. Aber das war gerade mal die erste Etage. Es gibt noch eine Etage hier oben, Leute. Das kann ich euch auch mal zeigen. So, und schwupps, schon seht ihr, gibt es hier so kleine Kabinen, wo man schlafen kann. Also ihr seht, das Flugzeug, das hat sogar kleine Schlafkabinen, damit man auch richtig lange Flüge mitmachen kann. So, und wenn man dann hier hinten runter geht, dann seht ihr schon, ist hier dann, wie nennt man das, der Flugraum. Also hier sitzen dann die Piloten und steuern das Flugzeug hier mit einem Steuerhebel und ja, so sieht das aus. Also Leute, ich weiß nicht, ihr müsst unbedingt mal in die Kommentare schreiben von 1 bis 10, was ihr meinem Flugzeug gebt, aber ich finde, mein Flugzeug ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Ich meine, habt ihr schon mal so ein riesiges Flugzeug gesehen, Leute? Die Zeit ist auch gleich um. Das heißt, ich werde meinem kleinen Bruder gleich sagen, dass er aufhören muss mitbauen und dann wird er einen riesen Schreck bekommen. So, dann würde ich sagen, schwupps, schauen wir uns doch jetzt erstmal ganz kurz an, was mein kleiner Bruder baut. Ich kann ihn ja heimlich beobachten. Also er ist schon ganz schön weit mit seinem Flugzeug, aber er muss sich beeilen, weil sonst ist die Zeit gleich um und er ist immer noch nicht fertig. Vielleicht können wir noch ein kleines bisschen pranken, Leute. Ich habe da so eine Idee. Und zwar, wie wäre es, wenn ich mich einfach mal in einen Creeper verwandle, Leute? Und dann als Creeper auf seine Seite rübergehe und einfach mal explodiere. Das wäre ja richtig doof, weil dann müsste er von vorne anfangen mit bauen. Boah, ich glaube, das mache ich, Leute. Das wird richtig lustig. Oh mein Gott. Natürlich brauchen wir noch kurz ein bisschen TNT, weil ich bin ja ein Creeper, Leute. So, jetzt würde ich sagen, kann es aber losgehen. Ich hoffe, er erkennt mich nicht. Ich meine, ich bin ja nur ein Creeper, Leute. Boah, schaut mal, wir laufen direkt auf sein Flugzeug drauf zu, Leute. Das wird so lustig. Wer bist du denn? Hey, du machst jetzt gar nichts Falsches, ja? Verschwinde nein, von hier. Ich bin doch nur ein harmloser Creeper, Leute. Na, hau ab. Ich werde mir jetzt ein Schwert holen. So, jetzt würde ich sagen, Leute. Schwinde. Ich explodiere jetzt. 3, 2, 1 und bam. Hey, was hast du da gemacht, du? Oh nein. Heißt, Runde 2 steht an. Bist du bereit, Jimmy? Ich bin sowas von breit und ich werde dich abziehen. Ja, das werden wir sehen. Diesmal würde ich sagen, dass du drauf springst. Komm schon. Ja, darf ich wirklich drauf springen, Lumi? Ja, mach schon. Spring drauf. Okay. Du darfst entscheiden, was wir als nächstes bauen müssen. 1, 2, 3, Geronimo. Und? Was müssen wir bauen? Sag schon. Okay, das will ich sehen. Okay, wie du willst. Ich lüge dich nicht an. Ein Baumhaus? Tatsächlich, Leute. Als nächstes müssen wir ein Baumhaus bauen. Denkst du, du wirst diesmal gewinnen, Jimmy, hä? Aber sowas von, du wirst keine Chance haben. Das werden wir jetzt sehen. Ich würde sagen, die Zeit läuft. Du gehst auf deine Seite und ich wieder auf meine. Tschüss. Okay, Leute, ich würde sagen, für Runde Nummer 2 habe ich natürlich auch wieder einen passenden Prank am Start. Während Jimmy jetzt, wie schnell hat er denn gebaut? Er hat direkt schon einen Holzturm gebaut. Man sieht, er legt sich jetzt auf jeden Fall ins Zeug, Leute. So wie es aussieht, wäre jetzt unbedingt gewinnen. Aber das wird leider nichts, denn ich habe wieder meine Zauberaxt am Start, mit dem ich wieder richtig schnell ein richtig großes Baumhaus zaubern kann. Und zwar müssen wir uns nur wieder mittig einmal hier hinstellen, Leute. Da ist übrigens Jimmy. Und wir müssen jetzt nur den Chat öffnen, geben wieder diesen Command ein, drücken Enter und schwuppdiwupp. Und schon seht ihr, habe ich wieder mit einem einzigen Command ein komplettes Baumhaus hergezaubert, Leute. Sieht das nicht gigantisch cool aus? Habt ihr schon mal so ein riesengroßes, cooles Baumhaus gesehen, Leute? Das ist einfach umwerfend. Also, ihr seht, hier ist der Baum mit der Wurzel. Und dann geht hier eine richtig große, coole Leiter nach oben. Die würde ich sagen, klettern wir jetzt mal nach oben. Und dann, zack, seht ihr schon, hier oben ist es richtig cool eingerichtet mit einer Treppe. Hier kann man reingehen. Und hier hat man natürlich auch eine richtig coole Einrichtung mit einem Ofen, ein Stuhl.
Hier natürlich auch eine schöne Zauberecke. Das sieht alles so gemütlich aus, Leute. Und von hier habe ich sogar eine perfekte Aussicht auf Jimmy sein Baumhaus. Und das ist im Gegensatz zu meinem Baumhaus echt wieder richtig winzig. Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall wieder gewonnen, Leute. Oh, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter gucken. Also hier drüben ist noch ein kleines Lager und dann gibt es hier noch ein kleines Räumchen. Hier kann man schlafen, also hier ist ein Bett. Hier lege ich mich dann immer schlafen und schlafe. Genau so. So, okay, das ist an sich jetzt mein Baumhaus. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, bis auf, dass ich gewonnen habe natürlich. Niemals wird er so ein cooles Baumhaus nachbauen können, Leute. Ich meine, Jimmy sein sieht aus wie ein Baumhaus mit weiß ich nicht. Es sieht irgendwie aus wie ein Stock. Ist so voll langweilig. Ich würde sagen, Leute, ich ruhe mich jetzt aus, setze mich so lange auf den Boden und warte einfach mal, bis Jimmy wieder fertig ist. Lumi? Und der letzte Block, ich bin fertig. Oh, Leute, mein kleiner Bruder ist fertig. Oh, sein Baumhaus sieht aus, als hätte es zwei Beine. Was ist das denn? Ja, egal, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an, Leute. Ich komme, Jimmy, ich bin sofort da. Super. Okay, darf ich rüberkommen? Ich muss dir aber zuerst was sagen über das Baumhaus. Ja... Dann komm mal zu mir. 3, 2, 1 und schwuppdiwupp, da bin ich. Komm mal her. Was ist so, denn das genau für ein... hier rüber schauen. Ja? Ja, kennst du, was das ist? Das sieht aus wie du, Jimmy. Nein, das ist ein grüner Dino, ein grünes Dino-Baumhaus. Wow, Jimmy, hast du echt toll gemacht, also... ja. Oh, Leute, das sieht im Vergleich zu meinem Baumhaus ja richtig langweilig aus. Ja, Jimmy, also, aber ich muss sagen, es ist kein Baumhaus, sondern ein Bäumehaus, weil du hast mit 2 Bäumen gebaut. Na, und das ist egal. Man kann hier hochgehen, zack, dann geht man die Leiter hoch und boom, meine eigene Tür. Du hast eine Tür, aber keine Inneneinrichtung. Wo soll ich denn schlafen? Und außerdem kann ich ja hier rausfallen. Aua! Hey, du musst doch die nächste Leiter hochgehen. Dann geht's nämlich noch mal ein Stückchen hoch. Aber hier ist ja wieder keine Einrichtung. Das ist ja egal. Das ist ja hier Natur. Also Leute, ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde sein Baumhaus doof. Jimmy, was hältst du davon, wenn wir einfach mal auf meine Seite gehen und uns mein Baumhaus anschauen? Was hältst du davon, hä? Ja, aber das wird nicht krasser als meins sein. Komm, lass uns rübergehen. Das werden wir jetzt sehen, Leute. Oh Mann, ich bin so gespannt auf seine Reaktion jetzt. So, dann würde ich sagen... Du was denn? Rüberkommen in 3, 2, 1 und tada! Und yippie! Ja? Ja, darf schön. Ich vorstellen, das ist das XXL Lumi Baumhaus. Das habe ich ganz allein gebaut in 10 Minuten. Aber das ist gar nicht sicher. Und außerdem ist der Baum schon viel zu groß. Wie alt soll denn der Baum bitte sein? Desto größer, desto besser. Das Baumhaus sieht super duper cool aus. Nein, ich bin König Jimmy und mein Königshaus ist viel besser und größer. Ja, also, wenn du ein König sein willst, dann brauchst du aber ein großes, dickes Baumhaus, so wie meins. Nicht so ein kleines, mickriges, wie du gebaut hast. Du bist voll gemein, Lumi. Und außerdem, was ist denn, wenn man hier runterfällt? Dann hast du eben Pech gehabt und selber schuld, würde ich sagen. Und außerdem kann man hier gar nicht runterfallen. Siehst du, das geht nicht mal. Du hast ja eine komplette Einrichtung. Wie geht das denn? Natürlich. Das ist, ja. Und hier kann man, wenn man will, runterspringen. Da kann man auch einen Pool später hin machen. Ey, warte mal, was wird das? Warum? Nein, du bist nicht besser als ich, Lumi. Nein. Das ist nicht fair, das ist nicht fair. Warte mal. Jetzt hast du ja alles kaputt gemacht. Und warum fängst du jetzt an mit weinen? Du bist böse, nicht ich. Nein, du baust so gut. Ich habe keine Chance gegen dich. Weißt du was? Ich will es jetzt wirklich wissen. Das dritte Baubattle. Wenn ich das verliere, baue ich nie wieder in Minecraft. Ja.
Leute, wenn ihr nur wüsste, ich bin einfach der bessere Cheater in Minecraft hier. Ja, Jimmy, guck mal, der Punkt geht leider wieder an mich. Du bist einfach schlecht im Bauen. Ich würde sagen, komm, ich gebe dir eine letzte Chance und dann wird sich ja zeigen, wer der bessere am Bauen ist, okay? Und ich werde es dir dieses Mal komplett beweisen. Wie Photoshop, ha? Ja, dann mach das doch, du wirst schon sehen. Ja, auf jeden Fall, das wird richtig schön. So, okay, bist du bereit für Runde Nummer 3, Jimmy? Aber ist das die letzte Runde oder kommt da noch eine? Ja, das wird sich jetzt zeigen, wie gut du dich schlägst, weil ich würde sagen, ich darf jetzt wieder drauf springen. Und jetzt wird sich auch entscheiden, was wir bauen müssen, denn ich spring drauf. Ha! Wir müssen ein... Eine Villa müssen wir bauen. Eine Villa? Ja. Ich soll eine Villa bauen? Wie groß soll die denn sein? Ich hab noch nie ein Haus gebaut. Ja, dann würde ich sagen, ist das jetzt dein erstes Mal, Jimmy. Weißt du, für alles gibt es ein erstes Mal. Und ich würde sagen, du wirst jetzt das erste Mal eine Villa bauen. Ich werde auch das erste Mal eine bauen und natürlich wieder cheaten, Leute. Ja, ich würde sagen, die Zeit beginnt, ne? Ja. Oh, du bist nicht fair. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auf meine Seite, Leute, und dann kann das Bauen auch schon beginnen. So, natürlich kann ich Jimmy wieder heimlich beobachten. Jimmy, was machst du eigentlich gerade? Ich muss die richtigen Materialien raussuchen. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, Leute, während Jimmy jetzt am Bauen ist, würde ich sagen, können wir anfangen, wieder zu cheaten. Und glaubt mir, die Villa wird einfach alles übertreffen. Also wirklich alles, Leute. Natürlich brauchen wir dazu wieder meine geheime Zauberaxt. Denn mit der werde ich wieder cheaten, ne? Leute, ich werde ihm jetzt ganz einfach sagen, dass die Zeit dumm ist und er aufhören soll mit Bauen. Jimmy? Ja, Lumi? Die Zeit ist um, du musst jetzt aufhören mit Bauen. Ja, okay, ich bin fertig. Oh Mann, Leute, das wird jetzt richtig lustig. Ja, ich komme jetzt rüber auf deine Seite, ja? Ja, okay. 3, 2, 1 und tada, da bin ich und warte mal, das soll deine Villa sein? Ich bin selber nicht zufrieden. Hör auf, mich so doof anzuschauen, Lumi. Und warum hast du TNT in der Hand? Hast du weil ich damit nicht zufrieden bin, Mann. Du hast mich abgelenkt und wegen dir habe ich was richtig Doofes gebaut. Ich will auch das gar nicht, dass du das siehst. Niemand soll das sehen. Das wird eine riesen Explosion. Nein, beruhig dich. Lass uns doch dein Haus wenigstens erstmal anschauen. Leute, er ist so traurig, dass er sein Haus sogar in die Luft sprengen will. Ich glaube, er ist richtig sauer. Er weiß schon, dass er verloren hat. Ja, Jimmy, also du findest dein Haus etwa nicht schön. Du hast was richtig Großes gebaut und nicht so was Kleines. Ach, das da oben, das ist doch nur ein Baum. Der ist gewachsen, ganz groß. Ja, das ist nur ein Baum, Jimmy. Nicht ein Haus. Nee, das ist ein... Hä? Warum mache ich das TNT rein? Mach das weg. Ich gewinne. Oh, Leute, er gewinnt das. Er wird sich gleich richtig wundern. Ja, Jimmy. Also, ich muss aber trotzdem sagen, dein Haus sieht nicht cool aus. Also, es sieht eher aus wie eine Bruchbude. Was ist das denn? Hier fehlen ja sogar Blöcke hier. Was hast du denn da gebaut? Das ist mein Pool und man kann von oben runterspringen. Schau. Geronimo! Bumm! Ja, also, ich finde, da sieht mein Haus ja um einiges besser aus, Jimmy. Aber ist es nicht. Ich hab das Haus genauso gebaut wie Acrimix sein Haus. Sieht richtig cool aus, oder? Nee, sieht um ehrlich zu sein. Nein, Entschuldigung! Ihr hat sein eigenes Haus in die Luft gesprengt, Leute. Das mag ja was heißen. Ja, Jimmy, guck mal, dann lass uns doch jetzt mein Haus angucken. Vielleicht wäre dein Haus ja sogar besser gewesen als meins, hä? Wirklich? Ich weiß ja nicht, du kannst rüberkommen, aber bevor wir das machen, müssen wir schnell die Glaswand wegmachen, Leute. So, okay, Leute. Ja, du darfst rüberkommen. 3, 2, 1, tada! Mann!
Gummi. Nein, 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 nein. Das kannst du niemals in 15 oder 20 Minuten bauen, wie auch immer. Das geht nicht. Nein, warte mal. Jetzt reicht's mir. Du wirst sehen, ey. Dein blödes Haus. Das soll alles in die Luft gehen, ey. Das hast du davon. Du bist ein Peter. Genau. Das kann man gar nicht bauen, Lumi. Weißt du was? Ich will nie wieder ein Baubetteln mit dir machen. Nie mehr. Das war's jetzt, ey. Weg mit deinem blöden Haus, du ey. Du kannst doch nicht einfach... Oh. Genau. Leute, was? Er hat einfach alles kaputt gemacht. Ich hab da so lange dran gesessen. Und du machst es einfach kaputt, Jimmy. Weißt du was? Ich bin enttäuscht von dir. Weißt du, ich hab mir so sehr Mühe gegeben mit meinem Haus. Also, Lügner. Oh Gott, Leute, ich glaube, es ist aufgeflogen. Er rastet komplett aus. Du sagst immer noch, dass du das gebaut hast. Weißt du was? Entweder gibst du zu, dass du das nicht gebaut hast, oder dein blödes Haus wird in die Luft gehen. Genau. Also ich sag nach wie vor, dass ich es gebaut habe. Natürlich, Leute. Ich würde sagen, Jimmy, die Zuschauer sollen einfach entscheiden, wer gewonnen hat. Und du kriegst noch einen Punktabzug, weil du meins einfach kaputt gemacht hast. Yippie, das kommt davon. Oh Mann, Leute, das ist jetzt aber echt nicht nett von ihm gewesen. Aber egal, Leute. Schreibt auf jeden Fall alle in die Kommentare, dass ich gewonnen habe. Das wäre richtig cool von euch. Jimmy, der läuft schon da hinten, ne? Gegen ihn machen wir nämlich heute eine XXL Wasserrutschenbau-Challenge. Freust du dich schon, Jimmy? Ja, ich freue mich so sehr, dass ich dich endlich fertig machen werde. Du wirst mich fertig machen? Hey, hör auf damit. Das werden wir heute noch sehen, Jimmy. Denn Leute, es wird heute der gewinnen, der die beste Wasserrutsche baut. Wenn ihr Wasserrutschen auch cool findet, dann lasst auf jeden Fall jetzt alle mal ein Like da, Leute. 3, 2, 1, alle liken. Okay, dann würde ich sagen, Jimmy, du da drüben hast deine orange Seite und ich habe meine blaue Seite. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 10 Minuten wieder, wenn wir eine richtig coole Wasserrutsche gebaut haben. Der Beste gewinnt. Let's go! Und nicht schummeln! Okay, du wirst sehen, der Bessere gewinnt. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier mal das Fenster von Jimmy noch zu, damit der auch ja nicht lunzt. Okay, dann würde ich sagen, ja, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, eine richtig coole Wasserrutsche zu bauen, Leute. Und damit die Wasserrutsche auch so cool wie möglich wird, haben wir hier heute so ein richtig cooles Baumenü. Mit dem können wir super einfach bauen. Ich würde sagen, ich gucke schon mal, wie wir die Wasserrutsche am besten bauen. Ich glaube, die wird am coolsten aussehen, wenn wir die mit so Quarzblöcken bauen. Ich glaube, das sieht am coolsten aus, Leute. Ich würde sagen, die Wasserrutsche muss auch so anfangen, dass wir erstmal machen wir so einen kleinen Boden. Das heißt, wir wählen einmal hier den Block aus, gehen dann nach hinten ungefähr so. Das wird quasi der Start von der Wasserrutsche. Ihr seht, das lässt sich super einfach bauen. Und was macht eigentlich Jimmy da oben? Jimmy, was machst du da? Ey, zeig den Leuten nicht, was ich mach. Du schummelst nur wieder. Mach ich gar nicht. Oh Mann, Leute, wollen wir Jimmy kurz ärgern? Passt mal auf. Schaut mal, was ich mit Jimmy seiner Wand mache. Wir machen einfach so, zack. Und guck mal, Leute, was ich mache. Wir machen einfach alles weg. Guck mal. Hey, wo ist meine Wand hin? Was soll das? Ich weiß nicht. Das ist nicht meine Schuld. Ich bin egal. Weg. Egal. Ich mach eine neue Wand. Oh, Leute, das war richtig lustig. Habt ihr gesehen? Ich habe einfach seine Wand weggemacht. Wie cool war das denn? Aber wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Wir müssen jetzt weiterbauen. Ich würde sagen, als nächstes machen wir hier eine Linie und da auch eine. Das heißt, hier kann man dann quasi ja den Start machen. Und dann geht hier die Wasserrutsche runter. Dafür brauchen wir erstmal eine Treppe. So. So, und jetzt wählen wir das einmal aus. Denn hier machen wir jetzt eine kleine Treppe nach unten. Und zack. Seht ihr, Leute? Das heißt, man kann dann quasi hier so runter. Und dann machen wir hier wie so einen kleinen, wie nennt man das? So ein Looping. Das wird richtig lustig aussehen. Aber damit das alles sicher ist, müssen wir das hier auf jeden Fall noch zumachen. Das heißt, wir machen hier erstmal noch eine Wand hin. Zack.
Okay, das sieht doch schon mal richtig cool aus. Hier muss natürlich gleich überall noch Wasser hin. So, dann machen wir jetzt hier so ein kleines Loch, wo man dann quasi so reinfliegt. Zack, zack, zack. Wow. Und dann sind wir hier unten. Jetzt ist die Frage, was machen wir dahin, Leute? Da würde ich sagen, müssen wir natürlich erstmal einen Boden reinmachen, damit man hier nicht runterfällt. Das heißt, wir machen das erstmal zu. So. Und zack. Das heißt, man kommt dann von hier oben, fließt hier runter und dann hier rein. Natürlich werden wir am Ende überall noch kleine Fallen einbauen, damit die Rutsche umso cooler wird. Das soll ja eine richtig coole Wasserrutsche werden, Leute. Aber ich würde sagen, für den Anfang sieht das gar nicht mal so schlecht aus. So, hier machen wir noch alles schön zu, damit man hier auch nicht runterfällt. So. Natürlich auch eine Absperrung, damit alles schön sicher ist. Fertig. So, wenn wir dann hier unten sind, kommt da der Ausgang. So, und wenn man dann hier rauskommt, machen wir dann wieder eine Treppe. Und die wird diesmal ganz lang bis darüber zur anderen Seite. So, zack. Das heißt, von hier kommt man dann hier runter. Und auf dem Weg nach unten kommen natürlich auch wieder ganz viele Fallen hin, Leute. Aber damit das Ganze schön sicher ist, müssen wir natürlich hier auch wieder alles schön zumachen. Deshalb machen wir hier eine Wand hin. Und hier drüben kommt natürlich auch eine Wand hin. So, das sieht doch schon mal richtig, richtig cool aus. Leute, meint ihr, wir sollen mal kurz bei Jimmy Lunzen gehen, was der so Schönes baut? Ich will unbedingt wissen, wie weit der schon ist. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Oh, mal gucken, was Jimmy schon so gebaut. Oh, was macht der denn da? Der ist ja noch gar nicht weit, Leute. Jimmy. Hey, du schummelst! Hä? Ich schummel nicht. Ich will mir nur angucken, was du da baust. Was richtig Cooles. Du hast ja noch nicht mal angefangen. Du bist ja ein richtiger Langweiliger. Hä? Ja, wir werden noch sehen, Lumi. Alles gut. Oh Mann, Leute, ich glaube, mein kleiner Bruder ist nicht so gut im Bauen, wie ich dachte. Ich glaube, das wird ein richtig einfacher Sieg für uns. Aber na gut, ich würde sagen, wir dürfen das nicht auf die zu leichte Schulter nehmen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal weiterbauen. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, müssen wir jetzt auf jeden Fall schon mal anfangen, die Wasserrutsche mit Wasser zu befeuern. Dafür nehmen wir uns als allererstes einmal ein paar Kolben. Dann brauchen wir Redstone, Verstärker, natürlich Redstone-Fackeln, Redstone, ein Hebel und zu guter Letzt natürlich Wasser. So, das heißt, wir machen hier erstmal so eine kleine Lücke, so. Und da kommt überall Wasser rein. Und sobald das Wasser hier rauskommt, Leute, seht ihr, rutscht das langsam hier die Wasserrutsche runter. Aber damit die Rutsche nicht die ganze Zeit voller Wasser ist, damit wir auch ordentlich bauen können, wird das Ganze gleich automatisch auf und zu gehen. Dafür müssen wir nur Folgendes machen. Hier, das müssen wir einmal aufmachen. Und dann müssen hier unten einmal überall solche Kolben hin. So. Und darauf kommen dann die Blöcke. Zack. So, dann muss überall so ein Redstone-Verstärker hin. Und dahinter kommt ganz viel Redstone. Zack. So, das Redstone kommt dann hier nach oben. Zack. Und schon seht ihr, kommen die Blöcke nach oben. Und sobald man den Hebel jetzt runter macht, geht die Wasserrutsche los. Das heißt, hier kommt jetzt wieder überall Wasser rein. So. Und wenn man jetzt den Hebel umlegt, zack. Seht ihr, beginnt die Wasserrutsche und überall fließt Wasser lang. Aber warte mal, ich sehe gerade, ich habe das falsch gemacht. Das Wasser kommt gar nicht bis hierhin. Ich glaube, Leute, ich muss das Ganze einmal hier auf die Seite bauen, damit das Wasser von da drüben direkt hier runterfließt. Ich würde sagen, ich baue das schnell um, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, und jetzt seht ihr, kommt das Wasser bis runter. Boah, wie cool das aussieht. Guckt euch das einfach mal an. Von wo das Wasser eigentlich kommt, das kommt von hier ganz oben. Und unsere Rutsche ist jetzt eigentlich so gut wie fertig, Leute. Das heißt, wir können Jimmy unsere Rutsche gleich schon zeigen. Und dann wird es drauf ankommen, wer hat hier die bessere Wasserrutsche gebaut. Aber wir müssen natürlich noch zwei kleine, Hindernisse einbauen. Deshalb würde ich sagen, gucken wir aber erstmal, bevor wir das machen, ob alles funktioniert. Das heißt, wir nehmen uns ein Boot und prüfen erstmal, ob hier alles funktioniert. Das Wasser wird gestoppt. Das funktioniert einwandfrei. Das Wasser kommt wieder raus. Die Rutsche ist wieder in Betrieb.
Dann würde ich sagen, einmal, zack und los geht die Party, Leute. Wow, wir testen jetzt das erste Mal unsere Wasserrutsche, zack. Und dann geht's hier nach unten. Und dann, wow, wie cool, Leute, eine richtige Wasserrutsche. Wow, dann geht's hier nach unten, zack. Dann hier in diese Falle rein, wo es diesen Strudel gibt, der einen nach unten zieht. Oh, oh Leute, mich dreht's schon. Guckt mal, der Strudel ist so stark, mir wird schwindelig. Oh, wir werden bestimmt gleich nach unten gesaugt. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Wir wurden einfach nach unten gesaugt. Okay, jetzt geht's aber weiter. Oh, hier runter. Und ab nach unten, tada! Wir sind angekommen, Leute! Und tada, da bin ich! Das war unsere Wasserrutsche! Es hat richtig Spaß gemacht, damit zu rutschen! Wenn euch das auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da! So, boah, okay! Das heißt, jetzt können wir auch direkt die Hindernisse einbauen. Ich würde sagen, was machen wir am besten für Hindernisse? Wie wäre es, wenn wir ein paar Kakteen nehmen, Leute? So, zack. Und wir hier einfach so ein paar Kakteen einbauen. Boah, das ist lustig. Guckt mal. Einfach so ein Kaktus. Wow, das ist doch ein richtig cooles Hindernis, Leute. Wenn man da dagegen fährt, geht das Boot direkt kaputt. Das tut dann bestimmt richtig weh, Leute, wenn man dagegen rutscht. So, und hier, würde ich sagen, machen wir auch noch einen hin. Oh Mann, Jimmy, bist du jetzt endlich mal fertig? Ich bin fertig. Und hier habe ich ein Boot für dich, das schenke ich dir. Oh, warte mal. Jimmy, du weißt schon, dass ich jetzt deine Rutsche einmal testen werde. Und am Ende werden die Zuschauer entscheiden, welche die beste ist. Hörst du? Na gut, dann tue ich mein Boot eben dahin. Okay, Leute. Das heißt, es wird jetzt zum ersten Test einer Wasserrutsche kommen. Ich werde jetzt das erste Mal Jimmys Wasserrutsche testen. Jimmy, darf ich runterrutschen, ne? Ich will vorgehen. Okay, 3, 2, 1, los geht's! Wow. Leute, es geht los. Also hier ist so ein Raum, dann geht's hier nach unten. Wo muss ich lang? Links oder rechts? Ich nehme links, Leute. Egal. Oh, okay, wir sind jetzt weiter. Aua, dann geht's hier runter. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hier runter und dann werde ich... Durch. Los, runter hier! Ja! Hä? Bist du runtergefallen? Okay, jetzt sind wir hier. Wow, yippie, das ist meine Rutsche. Warte mal, wie, das war's schon? Willst du mich veräppeln? Das hast du die ganze Zeit gebaut? Was sagtest du denn? Ich bin 5 Jahre alt, Mann. Du willst mir sagen, das war's schon mit deiner Rutsche? Ja, du kannst eh nicht besser bauen. Oh, da hast du dich aber getäuscht. Leute, wenn er jetzt meine Rutsche testen wird, dann wird daraus ein Wolken fallen, weil meine so cool ist. Wir werden jetzt auf jeden Fall meine Rutsche testen. Das wird ja richtig lustig, Leute. So, okay, wir sind jetzt auf meiner Seite, Jimmy. Übrigens für dich, damit du weißt, dass hier oben, das ist der kleine Pool. Das heißt, du kannst dich hier vorher nämlich schön abkühlen. Und was hast du für komische Blöcke hingebaut? Was ist das? Ja, vorhin gemacht. Mach das sofort weg. So. Okay, was passiert, wenn ich den Hebel... Das ist, mach den sofort wieder... Hallo, hör auf, das ist kein... Das ist kein Spielzeug. Ich hab gar nichts gemacht, das macht voll Spaß. Hör auf damit. Mann, jetzt hast du es kaputt gemacht. Du bist so ein Vollidiot. Mann, Jimmy, schau. Aber jetzt geht's doch wieder. Ja, das ist dafür, damit man die Wasserrutsche deaktiviert kann. Abends ist sie nämlich außer Betrieb. Deshalb kann man das Wasser abschalten. Okay, bist du jetzt bereit für meine Wasserrutsche, Jimmy? Kurz vorweg. Ja. Du darfst auf keinen Fall die Kakteen berühren. Die machen Aua, ja? Okay, ich schaff das schon. Also, okay, auf die Plätze, fertig, los! Und mal schauen. Oh, das war wohl nichts. Du hast deinen Kaktus berührt. Zurück. Was soll das denn heißen jetzt? Ja, ich brauche ein neues Boot. Ja, du darfst halt keinen Kaktus berühren, sonst ist vorbei. Schnell, steig ein. Warte. Das war wohl wieder nichts. Du musst wieder neu einsteigen. Hier sind jetzt die Endstabhindernisse. Da musst du versuchen, durchzukommen. Nee, das ist ja voll einfach. Guck mal hier. Bin schon durch. Okay, dann viel Spaß mit der nächsten Rutsche. Nein, schon wieder Kakteen. Ich mag die nicht. Oh.
Da musst du dran vorbeischwimmen, Jimmy. Hallo! So, komm, hier hast du ein neues Boot, Jimmy. Komm. Nächster Versuch. Und runter, runter. Oh, noch ein Stück, noch ein Stück. Nein! Das war nix. Mann, ich will es nicht mehr machen. So, nächster Versuch. Viel Spaß. Hier wird's besonders schwer, Leute, weil ich meine Ventilatoren hier platziert habe. Na schwer, was soll das denn wieder heißen? Es geht schon los, oder? Und viel Spaß. Ja, hör, da passiert ja gar nichts. Doch, du wirst zur Seite gedrückt. Mach doch, wenn es so einfach ist. Aua, 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 Hilfe. Au, das tut weh, Lumi. Das ist voll doof. Komm schon, komm schon. Ja, nein, au. Komm, da jetzt rüber. Ach, Mann. Doofes Boot. Er wird zur Seite gedrückt durch die Ventilatoren. Nein. Will da nicht hin, Mann. Aua, das tut weh. Ich will da nicht durch. Ist etwa doch nicht so einfach, Jimmy, hä? Und komm schon, was ist denn hier los, Lumi? Die Ventilatoren drücken dich zur Seite. Das ist aufgehört, weißt du. Ich steig jetzt auf. Okay, Ausnahme. Guck, jetzt kannst du durch. Dann rein in den Strudel. Was für ein Strudel? Da passiert doch gar nichts. Ich komme hier gar nicht runter. Siehst du, du bist runter, direkt in die Stacheln rein. Ja, das hat nicht gut. Und weiter geht's in die nächsten Stacheln. Ach Mann, ich will deine blöde Rampe nicht mehr machen. Die ist voll gefährlich, deine Wasserrutsche. Ja, das ist eine besondere Wasserrutsche. Natürlich, die hat Hindernisse. Hast du noch ein Boot für mich? Da ist noch eins. Ja, ach Mann, ey, du bist gemein. Das machst du extra. Lumi, auf damit. Mann, das ist so lustig. Nein, finde ich nicht. Ich will doch nur hier raus. Ich fand meine Rutsche viel, viel besser, Lumi. Was? Leider hatte nicht mal richtige Hindernisse. Bei meinen hast du so viele Versuche gebraucht. Das zeigt ja nur, dass meine richtig schwer war. Was ja richtig cool ist, hä? Na ja, Lumi. Das klären wir auf jeden Fall noch. Sollen doch die Zuschauer bestimmen, welche besser ist. Ja, du hast recht. Leute, welche Wasserrutsche fandet ihr am coolsten? Jimmy seine oder meine? Yo, was geht, Lumi? Oh, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Guck mal, du siehst, ich bin blau. Deshalb baue ich heute mit Diamant und du bist gelb und deshalb baust du heute mit Gold. Richtig, und ich werde dich fertig machen. Du wirst mich fertig machen? Das werden wir ja noch sehen, Leute. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, wenn ihr Diamanten cooler findet, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Gold cooler findet, dann abonniert jetzt. Mal schauen, wer gewinnt. 3, 2, 1. Oh, warte. Gleichstand? Okay, das bedeutet, wir werden es herausfinden müssen, Braxy. Der die schönere Base baut, gewinnt. Oh, ich kann's kaum erwarten. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt auf meine Seite und dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder. Viel Spaß, tschüss. Okay, bis gleich. Okay, Leute, ich bin jetzt auf meiner Seite angekommen. Und natürlich werde ich mein Bestes geben, um hier jetzt die coolste Diamantenbase zu bauen. So, Leute, ich habe auch schon eine kleine Idee, wie ich das machen werde. Um ehrlich zu sein, bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil Diamanten sind schon cool. Gold aber auch. Das wird ein richtig krasses Battle, Leute. Okay, Leute. Und natürlich werden wir uns das Bauen ein bisschen einfacher machen. Dafür nehme ich mir wieder meine Zauberaxt, denn damit können wir super einfach bauen. Und natürlich, Leute, werde ich die beste Base bauen. Deshalb werde ich auch versuchen, so gut wie alle Blöcke zu verwenden. Okay, Leute, ich will eine kleine Burg bauen. So eine Diamantenburg. Deshalb fangen wir am besten hier an. Und zwar kommt hier so ein kleiner Turm hin. Den machen wir so 5x5 Blöcke groß. Das heißt, wir bauen jetzt, zack, hier so eine kleine Mauer auf. Ihr seht das, die bauen wir bis darüber. So, und die müssen wir jetzt natürlich noch richtig weit hochziehen. So, das Ganze machen wir aber auch auf der Seite hier. So, zack. Hier auch nochmal. Und zack. Hier kommt noch eine Mauer hin.
So, hier natürlich auch, Leute. Und hier auch noch. Komm schon. Und perfekt. Die Grundmauern stehen also. Die müssen jetzt nur noch nach oben gezogen werden. Das machen wir aber auch ganz schnell. Dafür nehme ich wieder meine Zauberaxt, Leute. Dann würde ich sagen, markieren wir das einmal, fliegen bis hier rüber und dann geben wir diesen Command ein und zack. Schon habe ich alles auf einmal mit Lava ersetzt. Boah, das müssen wir jetzt nur noch um die komplette Base rum machen. Dann ist alles wirklich perfekt, Leute. Das heißt hier, so, dann müssen wir hier rüber gehen und zack. Hier ist der nächste Lavagraben und boah, der sieht schon richtig krass aus. Jetzt nur noch auf der Seite. So, das heißt, wir gehen einmal bis nach hier. Geben wieder den Command ein. Zack, der nächste Lavagraben steht. Und jetzt nur noch bis hier hinter. Und zack. Und das letzte bisschen. Boah, sieht das hammermäßig aus, Leute. So muss eine Diamantenbase aussehen. Richtig riesig, mit ganz vielen Diamanten und einem richtig dicken Lavagraben außenrum. Jetzt ist die Frage, was fehlt noch, Leute? Das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist in der Mitte so ein richtig riesengroßer Turm. Den müssen wir jetzt noch bauen. Das wird so mäßig das Hauptquartier, Leute. Das heißt, wir müssen einmal die perfekte Mitte finden, ne? Dafür gehen wir in die Ecke und messen das einmal aus. Also 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt haben wir hier die Mitte bestimmt und können hier perfekt einen richtig großen Turm hinmachen, Leute. So, zack. Oh mein Gott, das wird richtig krass, denn der Turm wird nochmal richtig groß, Leute. Denn das wird so ein richtiger Monsterturm. Dann machen wir jetzt hier die Wand hin. So, hier kommt eine hin, da kommt auch eine hin. Und jetzt hier die letzte. Zack. Perfekt. Jetzt müssen wir hier außenrum auch nur noch so Stufen hinmachen. So. Wir haben es gleich geschafft. So. Und hier in die Ecken kommen jetzt so richtig große Türme hin, Leute. So. Zack. Und hier auch. Perfekt. Jetzt machen wir das hier zu, dass hier auch niemand runterfallen kann. Okay, ich glaube, jetzt sind wir wirklich fast am Ende. Jetzt fehlen nur noch ein paar kleine Fenster hier in diesem Turm. Da können wir ein paar größere Fenster reinmachen. So, da ein richtig großes Fenster rein. So, und hier auch nochmal ein richtig großes Fenster rein. So, und fertig, Leute. Jetzt ist die Diamantenbase wirklich perfekt. Also, ich weiß nicht, wie ihr die Base findet, aber ich finde sie wirklich perfekt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch zu Hause nachbauen, Leute. Ich finde, die ist wirklich gelungen, Leute. Also, wir haben einen richtig coolen Lavasee. Wir haben 4 dicke Türme mit jeweils 4 richtig großen Mauern. Dann haben wir hier ein paar kleine Fenster. Dann dazu passend einen coolen Eingang. Und in der Mitte den Hauptquartier-Tower. Ja, Leute, denkt ihr, dass Praxi mit seiner Goldbase mithalten kann? Wir werden es jetzt rausfinden, denn die Zeit ist jetzt um. Wir werden uns jetzt Praxi seine Goldbase anschauen und dann werden wir vergleichen, wer die bessere Base gebaut hat. Praxi, bist du denn fertig mit deiner Goldbase? Oh, ich bin fertig, aber ich bin nicht zufrieden. Ha, das ist jetzt zu spät, denn ich werde mir deine Base jetzt anschauen, komm. Okay, komm, aber nicht lachen. Oh, Leute, ihr könnt ja dann entscheiden, welche ihr besser findet. Aber guck mal bitte, hinter mir, Leute, ist das nicht hammercool geworden? Boah! Okay, Braxi, ich komm rüber in 3, 2, 1 und tada! Oh. Hey! Wow, willkommen zu meiner Pyramide. Du hast also eine Pyramide gebaut, ja? Wie in Ägypten. Die coole Pyramide, die haben auch ganz viel Gold.
Okay, Leute. Wir sind nicht so voreilig. Wir schauen uns das Gebaute einfach mal ganz in Ruhe an. Also, Braxy, du hast eine Pyramide aus Gold gebaut und ich muss sagen, das Gold sieht auf jeden Fall richtig hochwertig aus. Also da kriegst du volle Punkte. Dann, du hast hier so Kakteen verbaut um die Pyramide, damit sie geschützt ist. Das ist auch keine schlechte Idee. Allerdings muss ich sagen, Braxy, Kakteen sind nicht aus Gold. Die sind einfach so gewachsen. Ich kann da nichts für. Oh, Leute, das müsst ihr jetzt entscheiden. Würdet ihr Braxy einen Punkt abziehen, weil er mit Kakteen gebaut hat? Eigentlich ist das gegen die Regeln. Das müsst ihr entscheiden. Wenn ihr wollt, dass Braxy einen Punkt abgezogen bekommt, lasst jetzt mal ein Like da, Leute. Ha! Halt, stopp! Wir haben gesagt, wir bauen die Base in Gold, aber nicht, dass wir nichts außen herum in Grün machen dürfen. Die Base ist in Gold. Oh, weiß ich nicht. Lass uns doch mal den Innenraum angucken und... Oh, warte mal, Braxy. Hier brauche ich glatt eine Fackel. So. Boah, also ich muss sagen, das hast du cool gemacht, weil du hast einen richtigen Innenraum in deiner Goldpyramide. Schau mal, wir haben hier sogar ein goldenes Sofa und einen goldenen Fernseher. Ja, das sieht ehrlich nicht schlecht aus mit dem Sofa. Das gefällt mir ehrlicherweise. Dann hast du hier eine Treppe. Wo führt's denn hier nach oben? Wow. Das ist mein kleiner Raum, wo ich mich hier hinsetzen kann und aus dem Fenster alles beobachten kann. Schau. Aber das Fenster ist ja undicht, Braxy. Natürlich, weil die Pyramiden doch damals auch undicht waren. Ich habe das versucht, so nah wie möglich zu machen. Ich hätte natürlich auch anderes Glas benutzen können, habe ich aber nicht. Das klingt für mich irgendwie nach einer Ausrede. Na egal, lass uns mal weiterschauen. Du hast ja hier auch noch einen Raum. Na gut, dann schauen wir einmal. Oh, was hast du hier denn für einen Raum gebaut, Braxy? Das ist unser Besprechungsraum. Hier kann ich mich mit meinen Freunden treffen und wir können was Cooles besprechen. Ich verstehe. Also Leute, ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben von 1 bis 10. Wie cool findet ihr Braxy seine Goldbase? Also ich, Braxy, sag dir ganz ehrlich, würde dir eine 6 von 10 geben. Warum nicht eine 8 wenigstens? Ich habe mehrere Räume. Ja, ich finde dafür im Verhältnis ist meine Diamantenbase einfach zu cool. Apropos, Braxy, du bist jetzt dran. Du musst meine Base bewerten. Bist du denn schon bereit dafür? Ich kann es kaum erwarten. Los, los, los. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wird Braxy jetzt meine Diamantenbase bewerten. Okay, Braxy, du darfst rüberkommen. 3, 2, 1 und du darfst kommen, Braxy. Oh. Ja. Wie cool ist das denn? Darf ich vorstellen, das ist meine ultimative XXL Diamantenburg. Die ist ja mega cool. Warte mal, die muss ich mir einmal drumherum anschauen. Also, man muss auf jeden Fall dazu sagen, alles ist exakt symmetrisch gebaut, dass die Burg in jeder Länge exakt auf dem Block genau gleich lang ist. Jeder Block in dieser Burg ist symmetrisch und hat genau den exakt gleichen Abstand. Das heißt, die Burg wurde quasi von einem Architekten gebaut, so wie ich. Weil ich bin nämlich Architekt Lumi, weil ich so gut gebaut habe. Haha! Ich muss sagen, die sieht richtig cool aus. Aber warte mal, du hast zu mir gesagt, ich darf keine Kakteen benutzen. Und du hast einen Lavasee gemacht. Das ist aber nicht aus Diamanten. Ja, da muss ich dir recht geben. Aber man muss dazu sagen, um Diamanten und Gold herzustellen, müssen die ja geschmolzen werden. Und dazu braucht man Lava. Verstehst du? Ja, das macht Sinn. Ich will deine Base mal von innen anschauen. Also, innen gibt es ehrlich gesagt nicht so viel zu sehen, außer diesen echt coolen Eingang. Ja, dann hat man hier drin auf jeden Fall ganz viel Platz, um sich vor Feinden zu schützen. Und ganz in der Mitte, Braxy, siehst du nochmal einen richtig riesigen Megatower. Wie cool. Und wie komme ich auf dem Tower drauf? Ja, du kannst hier hochfliegen, du Blödmann.
Ja, aber ein Architekt muss doch noch eine Leiter hinplatzieren. Ja, Brixi, aber dann hätte ich ja eine braune Leiter benutzen müssen. Es geht ja darum, nur aus Diamanten zu bauen. Und dafür muss ich sagen, ist mir die Base echt gelungen, oder nicht? Aber warum hast du nicht Diamantentreppen benutzt? Weil ich die nicht gebraucht habe. Jetzt hör auf rumzumeckern und bewert lieber meine Diamantenbase von 1 bis 10. Also ich muss sagen, ich liebe Burgen und die Burg ist richtig cool. Finde ich auch. Das ist echt schwierig. Du hast dich an jede Regel gehalten und ich finde die schon wirklich cool. Ich würde sagen, ich gebe dir eine 9. Eine 9? Leute, das ist ja fast so gut wie eine 10. Und bedeutet, ich hätte mehr Punkte als du. Somit hätte ich das Ganze gewonnen, Leute. Oh, mal schauen, wie ihr abstimmt. Wenn ihr Brixi seine Base cooler fandet, dann abonniert jetzt, Leute. Und wenn ihr meine cooler fandet, lasst ein Like da. Mal schauen, wie ihr euch entscheidet. Wenn euch aber das Baubattle gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Abonniert den Kanal und checkt meinen Freund Brixi in der Beschreibung ab. Und bevor ihr geht, müsst ihr noch auf das Video neben meinem Kopf hier drauf drücken. Das ist auch echt cool. Und jetzt würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.